schwere Fehler in der Abwehr von Hohenems dann in der 26. Minute. Die Wörgler formieren sich und mit einem schönen Querpass muss den Naschberger nur noch abstauben. Bereits 0:2. Nach einer schnellen Kombination über die Seite ist es Naschberger, der diese Strobelflanke per Kopf über die Linie drückt. Damit war die